Das Wetter verkomplizierte die letzte Reitsport-Landesmeisterschaft. Das Voltigieren sollte eigentlich in Zell am See stattfinden. Einige Bewerbe wurden aber nach Saalfelden verlegt. Hannes Kirchberger berichtet für uns aus dem Porsche Reitclub über die frisch gebackenen Landesmeisterinnen. Die Landesmeisterschaften im Voltigieren fanden dieses Jahr im Reitclub Zell am See statt. Auch wenn einige Bewerbe aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen nach Saalfelden verlegt werden mussten, tat dies den gezeigten Leistungen keinen Abbruch. Landesmeisterinnen im Gruppenvoltigierbewerb wurden Sarah Köck und Clara Dick. Ja, also natürlich freuen wir uns voll. Das war schon immer unser kleiner Traum. Und jetzt ist er halt in Erfüllung gegangen. Ist halt einfach ein super Gefühl. Wir trainieren insgesamt 3 bis 4 Mal die Woche. Und Pas de Deux trainieren wir meistens einmal und so Trockentraining und Movie, das haben wir ohne Trainerin, das dann meistens ein zweites Mal, also insgesamt 2 Mal die Woche. Neben den turnerischen Fähigkeiten sind auch Wissen und Können im Umgang mit dem Pferd beim Voltigiersport von großer Wichtigkeit. Grundsätzlich ist es einmal ganz wichtig, die Einheit mit dem Pferd zu bilden. Wir haben einen Pferdesport, also das ist einmal ganz wichtig, aber es ist, um das ganze Voltigieren abzudecken, sehr viel körperliche Voraussetzungen an Beweglichkeit, an Kraft, an Ausdauer. Ich muss aber dann trotzdem nur elegant rüberkommen. Ich brauche gutes Takt-Rhythmusgefühl, ich brauche Eleganz, ich muss einen Ausdruck haben, ich muss meine Kühe gut rüberbringen. Auch, dann habe ich auch die Pflicht, das ist ja nicht nur die Kühe, ich habe die Pflicht auch noch, wo auch noch sehr viele körperliche Voraussetzungen gefragt sind. Ja, wieder die gleichen wie vorher, aber noch präziser. Die frischgebackene Landesmeisterin Sophia Auer vom UPST Salzburg-Land freut sich über ihren Einzeltitel und das trotz schwierigen Bedingungen. Es war ziemlich herausfordernd, halt das Wetter und sowas, dass wir halt jetzt draußen uns nicht vorbereiten können haben und sowas. Und ja, für den Floyd war es auch ein bisschen schwieriger als sonst. Durchführender Verein der diesjährigen Landesmeisterschaften war der Voltigier- und Reitclub Badhaus Maishofen. Nachwuchssorgen kennt man dort noch nicht. Wir haben sehr regen Zulauf. Leider sind wir im Pinzgau der einzige Verein. Es hängt sehr viel Herzblut dran und sehr viel Arbeit und sehr viel Engagement von unserem ganzen Team, von unseren Trainern, die da mitmachen. Und leider finden sie da oft nicht so viel. Und das ist natürlich auch eine Frage vom Pferd und es spielt so viel mit ein. Jetzt sind wir leider die Einzigen. Ich würde mich freuen, wenn noch andere Vereine da auch mitziehen. Vielleicht wird es ja. Für den einzigen Herrenlandesmeistertitel sorgte Valentin Schmidt. Mit einer Endnote von 6,471 war er nicht zu schlagen. Ich arbeite gerne mit Pferden und mir hat es einfach interessiert, einen Ganzkörpersport zu betreiben, dass man immer neue Herausforderungen hat und das ist beim Voltigieren halt so. Was hast du für sportliche Ziele? Wir haben jetzt nur in 2 Wochen in Graz die Staatsmeisterschaft und da würde ich gerne mit dem Team und im Pas de Deux gut abschneiden.